Hab ich noch Level-Ups, ich brauch nicht mehr trainieren. Oh shit. Moment. Kurz mit dem Pfeil wieder rumprobieren. Aber der geht ja noch von der anderen Seite immer, ne? Muss immer ein bisschen tricky sein, Leute. Flederstone! Okay, der sieht schick aus. Ist das wieder was für so einen letzten Slot? Ja doch, Pferdestein haben wir. Und jetzt kann hier der Flederstein, Alter. Gibt dir die Kräfte von Fledermäusen. Saugt die MP des Gegners und gibt sie an Anwender. Okay, für ihn. Doch für sie ist es... Der Satyr wäre jetzt sowieso geil. Ja, sie würde auch stärker machen. Aber der braucht ja keine MP. Der hätte eh immer 0. Gut, dann kriegt das Selan. Okay. Cool. Bam. Bam. So, okay, dann muss ich jetzt mal hier ein bisschen. So. Jetzt müsste er nach oben gehen, ne? Geil. Hey, alle, die einschalten, hallo, grüßt euch. Oh. Durch die Panik, ey. Ist jetzt hier nochmal so ein Heilraum? Hier ist gar nichts. Was ist das denn? Okay, kann man vielleicht von oben irgendwann nochmal runterfallen oder was? Halt, Moment, Moment mal. Ich hab sie sehen. Psycho-Ring. Kann ich sehen, dass da noch was versteckt war, oder? Der ging der Weg in so eine Wand rein. Psycho-Ring. Das ist nicht so geil für die ganzen Leute. Ach, Intelligenz stark, aber was soll er mit Intelligenz sein? Ja, ist besser als. Was soll er mit Intelligenz? Nee, das ist eher so dringend für so die Leute hier, aber. Nee, das ist ja doof. Füllt viele KP auf. Stärker. Oh, da hat er mal so den Zauber, ne? Okay, ne? Ist nett, aber lassen wir erstmal. So, ich hab jetzt Angst vor den hab. Zäh. So. Verdammt, darf ich mich nicht nochmal heilen? Dürfte mich doch immer heilen. Liegt eine Kiste dir im Weg, so sprengen sie mit Bombe weg. ganz schlecht. Kiste dir im Weg. Ja, okay, das ist jetzt irgendwie echt so das Rätsel, wie, was ich durch Zufall rausgefunden habe, ohne dass man mir erzählt hat, das Spiel, dass das halt mit Bomben weggeht. Das hier macht. Ja, das geht ja jetzt nicht. Ich müsste dann irgendwie eine Doppelbombe legen. Oder kann ich einfach so ganz schnell rüber? Ich glaube, warte mal doch. Ups. Das gut. Bombs. Absturz! Okay, jetzt wissen wir jetzt noch, warum der Raum da ist. Ja, aber wenn ich das einzeln wegmache, dann. Ich muss ja trotzdem irgendwie. Am Ende müssen beide Kisten weg sein, aber. Aber erstmal nur schrittweise. Ja, fail. Müssen wir kurz wieder zaubern hier. Versuch's mal mit versetzten Bomben.
So. Geil. So. Auch schön, dass du halt so einen Ursprungszauber hast. Kannst alle wieder resetten. Kannst du die softlocken, das ist cool. Sehr, sehr geil. Es geht einfach noch höher. Diese komischen Gänge hier nochmal irgendwie was? Okay, so groß sah der Tempel ja nicht aus, wenn's ernsthaft. Ah, voll in die Rand! Oh, Überraschungsangriff! Oh, scheiße, X4, Leute! Oh! Wir sind tot, wir sind einfach tot. Hey, so bitte alle. Megabeben! Du verbrennst schon mal den Feuertypi. Du kannst ja auch nicht viel machen, du heilst einfach mal alle. Stark. Wirklich stark. Oh, was? Weggezündelt. Oh, Narkose, ich muss doch nicht schlafen. Was? Hoffentlich ist das nicht so ein Spiel, wo, wenn alle schlafen, ist wie als ob sie tot wären, aber eigentlich nicht, die können auch wach werden noch. Glatzenwicht. Erdbeben, und das müsste doch eigentlich reichen, Mann. Oh je. 710 Erfahrungspunkte und nochmal Zitronensaft. Okay, Tierarbeit Level Up. Muss ich ja schon nochmal hier in die Kloppen hier. Shit. Warum heißen die so? Egal. Okay, alles klar, macht ganz wenig. Was? Also immer wenn Marcel damals Watz gesagt hatte, meinte er eigentlich daneben, daneben. Genau, Cloud. Okay, sind echt da, die sind auf Magie getrimmt, ey. Oder muss, irgendein Element muss denen noch mehr Damage machen. Toten, Alter, nochmal so viele Erfahrungspunkte. Tier, Level Up! Ey, noch einen Kampf hat auch gar nicht dein Level Up. Boah, nur KP und MP und. Okay, doch, ist okay, ist okay. Aber ja, eigentlich noch einen Kampf hat wieder Level Up hier. Oh Gott, die können doch gar nichts. Was sollen die tun? Slash, oh, Slash. Was? Oink? Hat er gerade Oink gesagt? Tschüss, Mann. Okay, nochmal. Einen müssen wir noch besiegen oder einen noch. Das wirst du sein! Yeah! Oh, pfsch. Er braucht auch noch ein bisschen mehr. Noch mehr Fighting-Erfahrung. Begrenzt du eine Reihe mit zwei gleichen Steinen, ändert sich die Farbe der Reihe der Gemeinen. Bewegt nur einen von dem gelben Stein, damit alle anderen genauso erscheinen. Was? Was? Late tötet. Boah, ultraschwere Drehzahl, ey. Oh oh, jetzt das war nur zum Übungszwecken. Hieran wirst du jetzt verrecken. Bewege einen roten Stein, bewege einen gelben Stein. Dann müssen alle anderen so gelb wie Dotter sein. Einen roten und einen gelben. Ja. Halt.
Swoop. Geht so nicht, wartet doch kurz mal ab. Wir müssen ja eigentlich nebeneinander liegen. So? Aber da komme ich ja hinten nicht mehr ran. Okay, ich muss da. Nee. Ich muss irgendwie eine Brücke bauen. Sonst kommen die da nicht ran. Also nur mit zwei müssen alle gelb sein? Ist ja Wahnsinn. Aber macht doch Spaß. Das sind coole Rätsel im Spiel. Warte mal, denn vielleicht ja. Also der muss auf jeden Fall weg, weil sonst bewegt der zu viel. Oder der hier, dann verkürzt der so ein bisschen. Der ist aber auch scheiße. Moment. Nee, so ist ja komplett Schmutz. Oh, man darf die echt nur. Ich wollte gerade mal testen, man darf nur zwei Stellen wirklich bewegen. Nicht irgendwie, ich mache erst noch was anderes. Nee. Gehangen und mitgefangen. Willst du einfach die Beden hier nehmen? Die Beden, die so schon einzeln liegen? Nee, ist doch blöd. Ich muss ja. Hä? Mann, wieso sind denn halt die da nicht verbunden? Nee, die sollen doch alle gelb sein. Da muss ich meine Gehirnzellen wieder anstrengen. Das tut doch immer so weh. Also hier sind da schon, ist das schon mal so doof, dass hier keiner verbunden ist. Also entweder muss ich die hier wegnehmen oder die doch irgendwie verbinden. Wieder fast einmal. Die Beine sind hier so weit weg. Die muss ich bestimmt nah ranholen. Das ist ja auch die. Und die Beine hier unten einfach wegnehmen? Nee, dann komme ich ja da oben nicht mehr ran. Mal kurz lesen, wie der genau nochmal war. Also was? Begrenzt du eine Reihe mit zwei gleichen Steinen, ändert sich die Farbe der Reihe der Gemeinen. Die muss begrenzen. Das ist bestimmt ganz einfach. Man muss ja bloß kommen. Man muss bloß einfach kommen. Jetzt schreibt der Chef wieder, wenn man es weiß, ist es ganz leicht. Ja. Eigentlich ist es leicht, wenn man es weiß. Wird jetzt Schluss jetzt. Er sieht es nicht, ja. Ist hier vielleicht noch ein anderer Stein, der ist hier versteckt. Bewege einen roten, bewege einen gelben. Vielleicht mache ich auch mal in der Reihenfolge, dass ich gleich erstmal einen roten. Ja, das ist doch blöd, weil das ist ja alles so die. Oh shit, Leute, das ist richtig schwer jetzt. Jetzt hier, also das ist ja hier schon eine Begrenzung, ne? Und der hier eigentlich auch. Wie kann ich denn jetzt machen, dass sie irgendwie so ein bisschen. Den irgendwo hinmachen? Das ist ja auch blöd. Ich muss ja auch zwei Steine wenn dann begrenzen. Schmutz! Mach die Tür auf, Mann! Wie ist das doof? Entweder muss ich mit zwei Steinen halt eine Brücke bauen zu denen hier hin. Die müssen sich auch alle berühren. Also mindestens müssen sich alle irgendwie berühren. Sonst komme ich ja da. Das ist ja nee. Aber hier ist ja auch schon mal doof hier, weil hier ist ja. Hier wird ja ein Stein. Müssen ja immer zwei Steine sein. Das ist der schon mal, glaube ich, falsch. Dann mit denen hier dann weg. Aber nee, rot darf ja auch nicht außen sein. 10 Minuten später. Alter, ich check's einfach nicht. Ist ja mies, ey. Mieses Rätsel.
Kann ich den vielleicht nochmal anders machen mit irgendeinem gelben? Nee, da wird dann nicht so. So viele werden dann leider nicht dadurch gelb. Aber ich bin auch irgendwie doof, ne? Ich bin ja nicht so doof. Ich habe die ganze Zeit immer überlegt, dass ich den alles irgendwie verbunden haben muss. Aber wenn der hier gelb ist, kann ich den doch komplett ignorieren. Dann kann ich ja doch durch die alle ein bisschen hier rumwursteln. Ne, wartet mal. Ach shit, sollte es eigentlich nicht passieren. Wartet mal, ich kann. Eigentlich kann ich auch die. Ja, ich muss den hier drüber wegnehmen. Ach, das ist doch alle doof. Aber hier so smooth. Der kriegt das noch raus, Alter. Der kriegt das raus. Ihr müsst mir vertrauen. Ihr müsst doch mal Vertrauen in mich setzen. Nach all den Jahren. Ist ja nicht so, dass mir Knobeln nicht Spaß macht. Der Rote ist, den ich bewegen soll. Aber den müsste ich nicht bewegen, weil den kann ich gelb machen, aber. Du. Darf doch nicht wahr sein. Menno! Das ist immer so komisch, denn einfach. Hm? Gibt's doch gar nicht. Nein, Mann, warum? Das ist aber knifflig. Knifflig, oder ich habe wieder irgendeine Regel nicht gecheckt. Aber wenn man alle Geld macht, das kann nicht so schwer sein. Dann geht hier noch nichts. Also, die Tiefe, die ich hier gemacht habe, ist ja leider dann ungünstig. Die bringt ja nicht so wirklich was. Aber da sind schon mal nur noch zwei rote. Jetzt mal den hier hinten mache. So. Toll. Weil der ist ja nicht mehr oben, den einrahmt, ist jetzt vorbei. Also zählt das anscheinend auch diagonal, oder was? Okay, es zählt auch diagonal. Boah, das ist ja fies, ey. Das könnte mal einer sagen. Also im Spiel. Okay, das zählt auch diagonal. Okay. Jetzt habe ich wieder was Neues entdeckt. Aber das zählt diagonal auch dazu. Dann muss ich das mal so probieren. Weitere 10 Minuten später. Och, Mann, oh. Ich will jetzt nicht in den Chat gucken. Ich will nicht in den Chat gucken, Leute. Ich muss das so rausfinden. Ich weiß, ihr meint es nur gut, aber das ist alles zu. Das geht nicht. Vielleicht wird auch immer, weil auch immer der letzte Stein oder die Farbe, die ich lege, dass sie dann dominant überschrieben wird. Also teils vielleicht muss ich wirklich erstmal ein paar rot machen. Und dann halt mit dem gelben aber wieder einen Schlussstrich zu ziehen. Okay, warte mal. Das letzte Mal. Okay, dann muss ich schon mal zuerst den roten legen, weil ich muss erstmal ein paar gelbe, die so doof im Weg liegen, rot machen. Weil dann zum Schluss wieder swoop, die dann alle wieder. War doch gerade ja nicht so schlecht. War der Wandel gerade? Vielleicht muss ich mich auch selber einmauern? Nee. Du bist ja nicht so schlecht, wenn der so rot wird, so. Das war's doch, oder? Ja! Alter, der hat schon lange gedauert. Sorry, entschuldigt, Leute. Ich hab's rausgefunden, Leute. Ich hab's geschafft, Leute. Ja! Ich hab's geschafft. Ja, der Chat freut sich total, weil er jetzt wieder aufwachen kann. Oh Gott, was denn jetzt? Bewege zwei gelbe und einmal rot, dann öffnet sich die Tür und alles ist im Lot. Man geht echt noch weiter. Okay, was? Zwei rote? Mit zwei gelbe und einmal rot. Okay.